ich nicht irgendwas Lustiges? Tora is disappoint. Ja. Warst du da schon drin? Ich hab's versucht, aber da stand nur vor, dass ich erst mit, dass ich erst in dunklen Ecken Mädels finden muss, damit ich mir Videos angucken kann. Also ich bin noch nicht reingekommen. Ich habe noch mit keiner zwielichtigen Frau gesprochen. Aber ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Ich habe dafür gestern sehr viel Dance-Moves gezeigt. Also, dass ich's nicht kann. Wir waren sehr lange in der Diskothek. Aber Karaoke konnte ich nicht mehr machen. Kann sein, dass was auf dem Boden glitzert, musst du aufheben. Ein Höschen? Also generell im Spiel. Da ist mir bisher noch nichts aufgefallen. Aber ich werde mal meine Äuglein offen halten. Ach, guck mal, da ist doch der Typ, der uns was beigebracht hat. Und auf den Postern da rechts, die sehen aus, als wären sie aus Final Fantasy. Geil. Hey, Kiryu-san. Well, if it isn't Kamoji. Das sind aber echte Fotos, oder? Thanks again for before. So, this is where you do thing... Was? You do your thing, huh? A punch-out artist, was it? Oh ja, das war ja die Sache von wegen, ja, er ist ein Fisting-Artist. Und dann so, nein, das heißt punch-out. Macht es nicht besser. Yep, that's right. That's me. Ja, der sieht doch so aus. That's my job. I couldn't make much sense of Bachu's explanation. What is it you do exactly? Rules is simple. You knock me down or knock me out, and the prize money is yours. Price is double the stakes. Customer put up 10,000, and if they win, I give them 20. Half of that's the upfront fee, so we only need to fork over the other half. Okay. Pay Kamoji an amount equal to the entry fee in advance. The time limit is 60 seconds. If you get knocked down or knocked out, you lose. If you hit the challenger, you also lose. Ah, see. So people actually put money on this. Ach, das ist hier so Boxwetten oder was? Ah, da ist ja Bruno. Frustrated. Ist das... Nee, Bruno hatte eine dunkle Hose an, aber der sieht aus wie Bruno. Okay. So most challengers are guys looking to blow off steam by hitting someone and not though guys looking to win some cash, huh? Kamoji's training. Oh, hey. If you was interested, why don't you try it out? We could bill you as my apprentice. Mann. Hier, so praktikantmäßig oder was? Why would I want to be your apprentice? Truth is, nobody's ever took me down before. Word's getting around, so I get more gawkers and less challenges. But with an apprentice, I reckon that'd change. They'd want to see if they could take you on, so I'd get tons of challenges again. Makes sense, but I don't take too kindly to being made anyone's apprentice or pupil. I taught batches the same. Stimmt, er wollte ja kein Schüler sein. Well, if I was any pointers to give you, I'll be sure to let you know I make a pretty good teacher. Aha, strange guy. Yeah. But this Kamoji seems like the real deal. I could learn more about the fighting style. Sure, why not? Tell me how this goes. Alright, check out the price list. Ich habe aber gar kein Geld mehr.
I'm pretty pricey. Plenty of rolling cash. Okay. Okay. All very well. That's pretty big gamble. A homeless guy the likes of me could pay outright. Anyways, you don't seem keen to earn that way, so Batch's plan sounds best. Batch's had a plan? What was it? Ja, das frage ich mich auch. Was soll der Typ für einen Plan haben? We start by looking for a 10,000 mark, then if that works out, we shoot for 100, dodge our way through another bout and set our sights on a cool million. He's dreaming if he thinks that'll work. I suppose 10 million yen and 100 million yen would be next. No way anyone will take you up on the bet that high. Never know though, right? Don't knock it till you try it. Okay. Okay. Wir haben jetzt einfach nur mit ihm geredet und dadurch die Substory beendet. Ja, sehr gut. Million Yen Machine. So, warte mal. Wir waren auf dem Weg zu dem komischen... Wer hustet da? Was ist das? Genau, das war ja die Disco. Nee, wir müssen genau in die andere. Nee, wir müssen da runter. Warte, da. Da lang. Oh, angestoßen. Ups. Aber glitzern habe ich hier jetzt noch nichts gesehen. Also ich habe noch nichts gesehen, was hier irgendwie glitzert. A moment, please. Oh Gott. What is it? Can I ask you a few questions? The stop and search specialist. Oh Gott. Tja. A stop and search, huh? What's your name? And what do you do for a living? Fine. The name is Kiryu. I'm in a hurry here. Genau. Er verdient seinen Lebensunterhalt dadurch, dass er immer in Eile ist. Er ist halt immer in Eile, deswegen. Well, we have had a trouble around these parts lately. Just to be sure, would you mind if I check your belongings? What have my things got to do with any trouble around here? Relax, it's just a precaution. Can you show me what you are carrying? This could take forever. I might as well show him what I have and get this over with. Okay, you win. I show you then. What should I hand over? Ein Taschentuch. Ein Taschentuch geht immer. I assure you want to hand over, yes. How about this? This is about as safe as it gets. It doesn't look like you're carrying anything dangerous. Here, take it back. I've got nothing to hide. Wir haben ein Laserschwert dabei. Wir haben einen Taser dabei. Wir haben eine Waffe, also eine Pistole dabei. Wir haben so einen komischen Schlagball dabei. Heiltränke. Aber wir haben ihm das Taschentuch gegeben. Daraufhin, egal. I have nothing to hide. I see. Well, thank you for your cooperation. Give me a break. Cops like you are always abusing your power. You never stop to think about how much of an inconvenience this is for a regular citizen. Ja. Boah, ich habe das Gefühl, ich habe einen mega deutschen Dialekt aktuell in meinem Englisch.
Well, that's maybe so for other police officers, not for me though. I'm only doing this because it's all I'm good for. Du bist Deutsche? Ja, aber ich habe mir den richtig abtrainiert. Ich habe mir den richtig, richtig abtrainiert. Ah, ich bin raus. Mhm. Ich muss mehr Englisch reden, glaube ich. Huh? What do you mean? Oh, never mind about me. I'm the one asking the questions here. It doesn't make sense. I was sure you had something big on you. I've got a nose for these things. Well, I guess your nose failed you this time. I'm not so sure. My sixth sense tells me I found something huge in the dig deep enough. Mhm. Also er muss einfach nur noch tiefer buddeln und dann wird er irgendwas Wichtiges finden. I don't know what to say. I'm a pro at a stop and search. Until I'm sure you're not a threat, I'm going to keep questioning you, okay? Not okay. Oh, come on, Kiryu-san. Be a good sport. It won't take long. I just want to be sure. I give up. Fine. Have it your way. Just keep it short. Alright, thank you. My name is Officer Kikuchi. Mhm. I see you around then. Oh, wir sind jetzt mit einem Police Officer befreundet. Sowas gibt's hier auch? Boah, dieses Spiel. Wenn man mal bedenkt, das ist von 2015, das ist ja... Und dann guckt man sich teilweise heute so die Spiele an und man denkt sich so, was ist schiefgegangen? You got to know Officer Stop and Search Kikuchi. Interacting with him will greatly fill the friendship gauge. You can check the status of this gauge at any time in the pause menu completion list. Build your friendship with Officer Kikuchi and see what happens. Okay. So, ich wollte die ganze Zeit mal da. Oh, jetzt kommen wir rein. Yay! Irashai. Nein, Irashai sagt derjenige, der einen willkommen heißt beim Reinkommen. Egal. 800, wir haben gar nichts. Verdammt. Nein! Nein, ich kann mir jetzt kein Video angucken, weil ich keine 800 Yen habe. Ich kann mir keine... Ich muss Geld kriegen. Wie komme ich an Geld ran? Adventure. Talk to 50 people. Oh Mann. Talk to 50 people. Kann man eigentlich auch irgendwo was verkaufen? Oh, der spielt Golf. Ja, weil ich was ausprobiert habe. War eine dumme Idee. Goddamn, no fun for Kiryu. Nein. Wieso bist du überhaupt pleite? Weil ich gegen so einen Fettsack verloren habe. Bitte? Ja, Matze hat mich geradet. Ja, hab ich dann auch. Das ist doch keine Frau, oder? Ich will eigentlich was verkaufen. Okay, Basti. Oh, da glitzert was. You got the Miku Abeno Type A card.
Kapalo. Wo kann ich Sachen verkaufen? Telefonkarten damals waren nice. Ja, ich hatte auch eine richtige Sammlung. China geschieht. Wo kann ich Sachen verkaufen, Basti? Weil ich habe so ein paar Sachen, da steht einfach nur drin, ja, ist voll teuer. Also, JV-Modelle. Pornshop. Sowas hier. Ebisu. Oh Gott. Das war doch der richtige. Ja, ich guck gerade, ob hier irgendwas näher dran ist. Ebisu. Ebisu. Ebisu Pong Kamurocho. Buy and sell. Ah, okay, es geht nur an dem einen. Gut, danke. Jetzt muss ich wieder an den verrückten Hamster denken. B. Hooligans. Hooligans. Ich habe Kohle. Gab eine richtige Castingshow für die Modelle, damit die in Yakuza Zero landen. Wirklich? Krass. So. Das ist ein Ausrufezeichen. Ja, kein Witz. Krass. Is that... Isn't that Mina? Her boyfriend wants to know how she's making so much cash. Glücksspiel. Sind so Dinge, da würde ich gern Japanisch können. Wegen den Telefonkarten oder wegen den Castingshows? Castingshows. Der Hausmeister meint gerade, er will dich, aber nicht auf einer Telefonkarte haben. Für die ganze. Bam. Ja, guck, haben wir schon wieder ein bisschen Kohle. Nicht viel, aber ein bisschen. Hey, can I talk to you for a minute? Sure. Are you a customer? Nani? What? A customer? Don't tell me. This girl's really selling herself. Oh, I'm sorry, I guess not. Did you want something? No, I shouldn't jump on conclusions. I'll try to keep the conversation going and see if I can figure out what she's doing. This is all new to me. I'm lost, I need directions. How much? Genau. So, da... Nein. Oh, das ist bestimmt jetzt abhängig davon, was ich frage, ob ich die Quest schaffe oder nicht, ne? Er hat aber gesagt, wir sollen die Konversation erstmal irgendwie am Laufen halten. Also, ich habe mich verlaufen. I'm lost. How do I get to Theater Square from here? Oh, Theater Square. Just head over the way then. Got it. You give great directions later. You're welcome.